Ja. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Gestern am Samstag war der große Umbautag und ich komme leider erst heute dazu, für euch den Anfang von diesem Video zu filmen. Wir haben gestern sehr viel mitgefilmt und in diesem Video soll es um die Highlights vom Umbautag gehen, wie hier mein neuer Garten entstanden ist. Ihr seht im Hintergrund schon ein bisschen da das Beet. Hier hinter mir haben wir dann auch noch 16 Hochbeete. Seht ihr gleich die Highlights vom Umbautag, es waren viele Leute da. Da möchte ich mich natürlich bei allen Einzelnen bedanken, besonders aber natürlich auch bei meiner Familie, die das mit unterstützt hat. Der Firma Heilen, der gehört dieses Gelände hier, wo ich den Garten habe. Da auch natürlich ein großes Dankeschön und natürlich das größte Dankeschön an Niklas. Der hat hier auch seine ganze Urlaubswoche geopfert, um den Garten hier mit aufzubauen. Ja. Noch so viele Leute, die da waren, zum Beispiel die Nicole, die Gartensprosse, Arthur von Arts Garten, Johanna von Johannas Landleben und Küche. Es waren einige da, die uns unterstützt haben, diesen Garten aufzubauen und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, was bleibt mir jetzt zu sagen? Der Umbautag war ein Riesenerfolg. Der Garten steht so gut es geht. Ihr werdet da bald schon den ersten Gartenrundgang sehen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den Highlights vom Umbautag. Ihr werdet sehr viele, ja, helfende Hände sehen, die mir geholfen haben, beziehungsweise Niklas und mir geholfen haben, diesen schönen Garten hier aufzubauen. Danke an alle Helfer, danke an die Firma Heilen und danke auch an Niklas. Ja, und natürlich an viele, an alle, die mitgewirkt haben bei diesem Umbautag. Da kann man gar nicht jeden Einzelnen danken. Einfach danke an alle, dass wir diesen schönen Garten hier aufgebaut haben. Umbautag läuft. Ein bisschen noch. Muss ja ungefähr dieselbe Höhe haben. Ja, bist du gerade hier rüber? Oder willst du rein? Ja, runter. Ja, und jetzt runter. Ja, bitte. Ich hätte lieber Angst, dass Felix den Radler da gerade fährt, während du da in der Schaufel stehst. Sieht sehr gut aus mit der Mistgabel und dem Bohrer.
Also jetzt können aber einen Hase unterbrechen, aber das ist ein Gewehr, das ist eingefallen, oder? Was denn? Ein Hase könnte noch da unter durch, aber ein Hase wird sich auch drunter her buddeln. Kann auch nicht durch. Ne, also, wenn es danach geht, er ist ja nicht metertief in die Erde geschlagen. Jawohl. Läuft doch. Oh, der hat nicht geklappt. No, hätten wir mal vorgebohrt. Nein, Miguel, das ist nur so aus, weil der in der Mitte gebogen ist. Stell den mal hier in der Mitte drauf. Warte, dann ziehen wir den raus. Auch Nicoles Arbeit ist drauf. Anreiche. Ach, das muss getan werden. Ein bisschen bei dir? Noch weiter? So ist gut. Ja. So. Jetzt ist halt das Ding. Wir hätten eigentlich. Guck morgen alle bei Gartensprosse das Real an. Wahrscheinlich ist der Arm aus Plastik. Mr. Boom, guck mal, ist bei ihm rein. Dann machen wir Plastik.